Wer bist du? Sieht aus wie die Eisenkrone aus dem Märchen. Der Krieg ist endlich vorbei. Gibt es gute Nachrichten? Versammelt euch! Ich werde jetzt König Tyrains Worte verkünden. Die Schmecke meine Klinge! Gericht ist vorbei. Ich, Tyrain, erkläre als König von Luterra, dass die Bewohner Luterras die zu Unrecht beschlagnahmten Reichtümer zurückerhalten sollen. Stolze Männer und Frauen von Luterra, niederträchtige Betrüger wie Schericht, werden nie wieder einen Fuß in dieses Königreich setzen. Mögen Stolz und Ehre von Luterra ewig leben. Das verkündet König Tyrain. Dreimal hoch auf unseren neuen König. Ganz meine Meinung. Hier! Hier! Wie wundervoll. Ich bin hingerissen. Ihre Ruhestätte zerfiel zu einem Aschehaufen. Die arme Neria ist weinend zu einem Stein geworden. Das geht nicht! Das geht ich bin Tyrain! Im Namen der Gerechtigkeit, schändlicher Regent, werde ich dich bestrafen! Hey, pass auf! Das ging fast ins Auge! Will auch Tyrain sein! Ich will auch Tyrain sein. Klinge. Das geht nicht. Hey, pass auf. Das ging fast ins Auge. Ich will auch Tyrain sein. Ihre das Ruhestätte zerfiel zu einem Aschehaufen. Die arme Neria ist weinend zu einem Stein geworden. Wie wundervoll. Ich bin hingerissen. Imposant, sehr imposant. Thank you.
Ich habe dich erwartet. Der Wind hat von dir gekündet. Die Sonne geht unter. Wirst du die Finsternis willkommen heißen? Ich muss dir etwas sagen, bevor ich beginne. Die blendenden Strahlen der Morgendämmerung verbeugen sich, um eurer Ruhestätte zu huldigen, Lutera, unser ewiger König. Die Sonne geht über dem Wald von Lastra auf, dem Ort, an dem unser Held ruht. Die Erde erhörte unseren Ruf. Geh in den Wald von Lastra, dem Land, das die Sonne verehrt.
Denke daran, deinen Triporter zu aktivieren. Damit kannst du leichter durch Lutera. Neuigkeiten? Du hast das Grab des Königs gefunden. Ich wusste, du schaffst das. Ich habe schon lange keinen Fremden mehr hier gesehen. Was führt dich her? Wenn du dem immer noch nachjagen willst, halte ich dich nicht auf. Sei verflucht, Nahum.
Verflucht! Ich bin verflucht! Relikt? Das Relikt!
fort. Das ist die letzte Warnung. Ich werde nicht zulassen, dass du diesen Ort des Friedens und der Ruhe schändest. Geist ist stark, deine Seele ist würdig, sich der Arche zu nähern. Nähere dich dem Seelenleuchtfeuer. Ich werde das Leuchtfeuer für dich entzünden. Folge dem Pfad des Lichts. Folge dem Licht. Die Laterne wird Licht ins Dunkel bringen und dich zu König Lotheras Ruhestätte führen. Thank you.
Ich habe dich schon erwartet, mein würdiger Nachfolger. Du hast mich mit dem Pfad des Lichts ausfindig gemacht. Ich spüre, dass eine böse Aura an Stärke gewinnt. Eine scheußliche Kraft droht, die Welt in Dunkelheit zu hüllen. Sieh das Genesis-Licht, das den Erzdämon Kazaroth gebunden hat. Ich gebe dir diese Arche. Beschütze die Welt der Sterblichen mit ihrer Macht. Es gibt noch 6 weitere Archen, versteckt auf der ganzen Welt. Finde sie und rette das Licht der Welt vor der Dunkelheit. Thank you.
Lutheraner sollten die Speerspitze im Kampf. Dies ist die Bibliothek von Thermia. Sei bitte leise. Es hat etwas gedauert, aber wir haben die erste Arche gefunden. Denke daran, deinen Triporter zu aktivieren. Damit kannst du leicht... Ich muss über einiges nachdenken. Großartig. Du hast die erste Arche gefunden. Nun ist es unsere Pflicht, die Arche zu beschützen.